Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von DIY Olle. Ich bin Nastja und heute gibt es mal wieder ein ganz anderes Video als sonst, und zwar so ein Video über mich bzw. einen Kreativ-Tag. Dazu aber gleich mehr. Erstmal wollte ich euch ganz doll umarmen und ganz doll Danke sagen. Ich habe nämlich jetzt die 5000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Das ist wahnsinnig viel. Ich freue mich dermaßen. Das ist halt echt cool. Das sind also 5000 Leute. Wow, das sind... Also, ich bin sprachlos. Es ist einfach eine Menge Leute. Es ist richtig cool. Es macht total Spaß. Es ist toll, wie ihr interagiert, wie ihr mir Sachen schreibt, wie ihr mir Fragen stellt. Und ich liebe es total, wenn ihr mir Sachen schickt, wie ihr was nachgenäht habt und wie ihr eure eigene Kreativität da reingebracht habt. Jetzt zu diesem Video. Und zwar hat Kikulo im... Ich verlinke euch mal den Kanal von ihr unten. Das ist auch ganz cool. Sie hat diesen Kreativ-Tag entwickelt oder sich ausgedacht. Und habe dazu ein ganz cooles Video gedreht, wo es einfach darum geht, so ein paar Fragen zu beantworten, wie man so kreativ ist im Alltag, wie man das so umsetzt, was man so macht. Und sie hat einige Leute halt getaggt, die darauf antworten sollten. Und ich war mit dabei, ich habe mich total gefreut. Sie hatte das damals gedreht, weil sie auch gefeiert hat, dass sie 2000 Abonnenten hat. Mittlerweile hat sie über 4000, also auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Frage Nummer 1. Wie kannst du in deinem Alltag kreativ sein? Das ist eigentlich bei mir eine Frage, also ich arbeite ja bei der Wanda und bin im DIY-Team und ich darf den ganzen Tag kreativ sein. Also das, bei mir geht es gar nicht mehr ohne. Ich hatte das große Glück, meine Kreativität und mein Hobby zum Beruf zu machen oder zum Beruf machen zu können. Das heißt, ich bin auch wirklich eigentlich den ganzen Tag kreativ. Auf Arbeit denke ich mir ganz viele DIYs aus und die Konzepte dafür und hier für den YouTube-Kanal natürlich auch als DIY-Eule. Ansonsten bin ich eigentlich immer kreativ, wenn es um Geschenke geht, sei es Weihnachten, sei es Ostern, sei es Geburtstagsgeschenke. Und dann gibt es noch die Musik. Ich habe eine eigene Band. Es würde die Frage einfacher gestalten, wann ich nicht kreativ bin, glaube ich. Frage 2. Bist du beim Kochen, der Kleiderwahl, Frisuren, Make-up und so weiter kreativ? Witzigerweise muss ich die Frage sehr ähnlich beantworten wie Kikulo. Also beim Kochen bin ich durchaus kreativ. Ich gucke mir meistens Rezepte an und denke, ah cool, und dann gucke ich, was ich davon da habe und den Rest bastel ich zusammen. Beim Frisuren und Make-up bin ich nicht so kreativ. Leider wäre ich gerne mehr, aber bin ich irgendwie nicht so. Und den Klamotten wäre ich auch gerne kreativer. So, aber ich gehe sehr gerne shoppen. Zeige oder erzähle von der letzten Sache, die du selbst kreiert hast. Also von dem YouTube-Kanal, das wisst ihr ja sicher, sind die letzten zwei Sachen hier mit der Snap-Help, einmal das Portemonnaie und die Tasche. Ich verlinke euch mal beide Videos hier. Was sind deine liebsten Materialien, um dich kreativ auszutoben? Schonstoff. Ich arbeite aber auch sehr gerne mit Papier, gerade wenn es schnell gehen muss, kann man viel mit Papier machen. Ich arbeite sehr gerne mit verschiedenen Stoffen und bin auch gerade dabei, mehr Materialien zu entdecken und auch mit verschiedenen Materialien zu arbeiten. Frage Nummer 5. Dein absolutes Lieblingsprodukt, was du mal umgesetzt hast. Also was ich richtig, richtig toll fand, war die Wickeltasche. Ich verlinke euch mal die Videos. Das war halt total cool. Das habe ich ja gar nicht für mich genäht. Aber das war einfach so cool, weil ich habe mir das überlegt und es hat einfach so von vorne bis hinten genau so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, was sonst nicht immer der Fall ist. Sechstens, ein Projekt, was mal total gescheitert ist. Also das habe ich neulich, das habe ich ja schon mal in dem About Me Video erzählt, da habe ich aus so einer Milka-Verpackung versucht, ein Täschchen zu nähen, deshalb, da will ich nicht drüber reden. Und auch gerade neulich hatte ich mir einen schönen Fell, da wollte ich Armbänder aus Perlen so knüpfen und das hat auch vorne, also knüpfen einmal und mit Perlen weben. Das hat beides überhaupt nicht funktioniert. Ich habe bei beiden Videos angefangen und ich war so sauer. Das war so ein Abend, man kommt nach Hause und denkt, heute bin ich voll kreativ und man fängt vier Sachen an und von vier Sachen gehen irgendwie vier schief und dann liegt man im Bett und denkt sich so, warum? Ja, man kann es halt nicht immer erzählen. Okay, Frage Nummer 7. Was sind kreative Projekte, die du gerne umsetzen möchtest, aber nicht dazu kommst, beziehungsweise nicht die Möglichkeit dazu hast? Ich habe ja irgendwie tausend Sachen noch im Kopf, die ich halt machen möchte. Ich habe mir ein neues Keyboard gekauft und möchte mir jetzt eine Keyboard-Tasche nähen. Das will ich unbedingt und da muss ich jetzt mal gucken, dass ich die Materialien zusammenkriege. Aber das kann auch gut sein, dass ich noch so ein bisschen vor mir her schiebe.
dann will ich unbedingt eigentlich noch mehr Klamotten nähen. Ich habe ganz viel Jersey-Stoff da, aber so ein bisschen würde ich halt gerne eine Overlock-Maschine dafür haben. Nummer 8. Wovon lässt du dich am meisten inspirieren? Woher kommen deine Ideen und deine Einfälle? Puh, das ist total schwierig zu sagen. Also ganz viel kommt so, wenn man halt irgendwie rumläuft auf der Straße und Sachen an Leuten sieht, auf Märkten bunte Sachen sieht, in Läden schöne Sachen sieht. Vieles kommt aber auch durchs Material, ich sehe einen bestimmten Stoff und weiß sofort, oh, daraus könnte man das und das machen. Vieles aber auch von wegen, ich bräuchte mal sowas. Kann ich das nicht selber machen? Dann natürlich das Internet, also Pinterest, Instagram, Facebook. Also ich werde von ziemlich vielen Sachen inspiriert. Und was mich richtig inspiriert, ist, wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten und so eine geballte Ladung Kreativität aufeinander trifft. Das finde ich total spannend und total irre. Und Frage Nummer 9. Wie siehst du die Grenze zwischen sich inspirieren lassen und eine Idee genau kopieren? Findest du es schlimm, Ideen zu übernehmen, beziehungsweise dass deine Idee übernommen werden? Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, Ideen zu übernehmen. Ich finde es auch eigentlich nicht schlimm, Ideen zu kopieren. Beziehungsweise wenn Leute meine Ideen kopieren, finde ich es eigentlich, ja, okay, solange. Also was ich immer gut finde, aber da sind wir ja alle eigentlich relativ lieb miteinander zu sagen, ich habe neulich gesehen bei XY und will das jetzt auch machen. Genau kopieren und denjenigen dann nicht erwähnen, ist vielleicht nicht ganz so cool. Was ich allerdings, und das ist mir schon passiert, was jemand gemacht hat, ist meine Videos von YouTube 1:1 wieder hochgeladen. Und das finde ich ziemlich scheiße. Aber da hilft einem YouTube die Kanäle, das ist mehrmals passiert, diese Kanäle gibt es auch nicht mehr und ich lasse mich da auch nicht ärgern. In Nummer 10. Gibt es Phasen, in welchen du keine Einfälle hast und dich total unkreativ fühlst? Wie gehst du dann damit um? Ja, die gibt es. Und zwar, wenn ich zu viel gearbeitet habe und unbedingt will. Also ich will jetzt kreativ sein, ich will jetzt was schaffen, ich will jetzt was Neues ausprobieren. Kann es sein, dass es schief geht. Und was ich dann mache, ist es meistens trotzdem machen und mich dann ärgern. Und was ich machen müsste, ist es einfach sein lassen, ins Bett gehen und am nächsten Tag sieht die Welt anders aus. Ja, so eine Phase gibt es immer, aber da muss man dann halt durch. Also die dauern nicht lange an bei mir meistens. Frage Nummer 11. Gibt es YouTuber, Blogger, die dich inspirieren? Ohne Ende, ohne Ende. Also früher war immer montags mein YouTube-Tag und ich habe die ersten 2 Stunden meines Tages einfach nur YouTube-Videos geguckt von anderen. Was ich richtig cool finde, sind 3 Kanäle, die sind aber englischsprachig. Das ist einmal die Mystery Quilt Company. Die haben einfach so tolle Sachen. Dann ist es Man Sewing. Das ist so ein Typ, der einfach näht, aber der ist aber von der Art total witzig. Und was ich richtig, richtig toll finde, ist Amanda Rolfe. Es sind eigentlich hauptsächlich die Patchwork-Kanäle, die mich so faszinieren. Die hat einen Patchwork-Kanal, die näht aber auch manchmal so Sachen. Die ist unheimlich cool in ihrer Art und Weise. Ich mag sie aber total. Die kommt aus Australien, hat auch so einen ganz charmanten Dialekt. Und ich finde die Sachen, die sie macht, einfach irre cool. Plus alle, die ich natürlich jetzt gleich noch taggen werde, die inspirieren mich auch. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Von welchem YouTuber und Bloggern würdest du den Tag auch gerne sehen? Tagge mindestens 3 Personen. Dann legen wir mal los. Also, richtig gerne würde ich den Kreativ-Tag sehen von Melissa von Breeding Unicorns. Die ist so cool. Also der Kanal ist total toll. Sie ist locker mit ihrer Art, locker flockig, hat richtig coole DIYs. Näht halt auch richtig gut. Macht manchmal so ein paar nerdy und ausgeflippte Sachen, aber ich finde es extrem cool und sie ist einfach total anders als alle anderen. Dann würde ich mich freuen, den Tag von Liz or Lizzie zu sehen. Kennt ihr bestimmt auch ein super Kanal, ganz viele tolle Ideen, wunderschöne Sachen, ganz tolle Videos auch von der Videotechnik. Dann ein Kanal von einer jungen Dame, die ich auch persönlich kennengelernt habe. Der Kanal heißt Meerwiefke. Und sie näht auch ganz tolle Sachen für uns. Sehr einfache, schnelle, coole Sachen. Und ich weiß, dass sie sich noch nicht so richtig traut, sich vor der Kamera zu zeigen. Deswegen, das ist jetzt deine Chance. Dann möchte ich gerne taggen Just Miko. Sie habe ich kennengelernt bei den YouTube Welcome Days oder Opening, whatever, also den YouTube Space Berlin. Sie ist auch richtig cool, hat auch mehrere Kanäle und ein Kanal ist halt, wo sie halt DIYs, Beauty, Vlogs und so weiter, so Lifestyle-Dings macht. Aber sie ist auch ziemlich cool und ich mag ihre Art und ihren Blog und deswegen würde ich mich freuen, von dir auch den Kreativ-Tag zu sehen. Dann möchte ich taggen DIY-Labor.
Auch ein total süßer Kanal, richtig schöne Anleitung. Und die letzte ist das Haus mit dem Rosensofa, unbedingt auschecken. Total tolle Ideen, wird total viel genäht, also auch so andere Sachen und irgendwie alles ziemlich niedlich, ziemlich cool, das will ich auch machen. Ich würde mich freuen, auch von dir den Kreativtag zu sehen. So, und das war's auch schon. Ich freue mich, dass ich hier mitmachen durfte. Danke, Gule, dass du an mich gedacht hast. Ich glaube, ein paar haben auch für ihr Video auch schon geantwortet. Demnächst gibt's natürlich wieder eine Anleitung. Ich danke euch nochmal ganz doll, dass ihr so treue Fans seid, dass ich die 5000 geknackt habe. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich verspreche euch, ich mache ganz bald wieder eine Verlosung dafür. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht habt. Ansonsten folgt mir auf Facebook und Instagram und genießt den Sommer. Bis ganz bald. Tschüss!